Sie fragen sich, was ich hier mache. Ist doch ganz einfach. Ich ernte Melonen. Hier. Ist doch nichts. Melonenernte, nicht ganz ernst gemeint in diesem Film. Bleiben Sie mal dran. Das wird spaßig. Also nochmal, damit das auch jeder versteht, das ist eine Melone. Weil dieses ganze Stück hier, 60, 70 Quadratmeter, habe ich im Frühjahr für Melonen reserviert. Also größtenteils. Und verdammt nochmal, wenn ich da Melonen pflanze, sollen da auch Melonen wachsen. Das ist eine Melone. Nee, mal ganz im Ernst. Da gab es doch in diesem Jahr so eine Wassermelonen-Challenge. Ja, ich habe die Links der anderen Blogs, die das auch gemacht haben, unten verlinkt. Nicht Blogs, wie heißt es? YouTube-Kanäle, die das auch gemacht haben, habe ich unten verlinkt. Und die haben ja teils wunderschöne Wassermelonen geerntet. Nur bei mir hat das nicht so funktioniert. 70 Quadratmeter Wassermelonen und noch ein paar andere Pflänzchen. Und darüber geht es heute in diesem Film. Weil ich denke, viel mehr wird hier nicht mehr nachreifen bei den Temperaturen. Wir haben ja den ersten Frost gehabt, haben sie ja, zeige ich Ihnen gleich noch in dem Zusammenschnitt, weil ich habe die ganze Geschichte mit den Melonen, die ganze Melonen-Challenge ja hier nochmal mit der Kamera dokumentiert. Und jetzt habe ich, wie viel habe ich? 6, glaube ich, 6 dicke Melonen. Die gehe ich jetzt ernten. Aber wissen Sie, was die machen? Sie gucken sich jetzt diese ganze Geschichte mit den Melonen an und wie es passieren kann, dass einer Melonen pflanzt und Muskatkürbis erntet. Ja, wer so richtig dicke Melonen ernten will, der fängt früh im Jahr an. Der besorgt sich den richtigen Dünger, alles Bio, reserviert ein großes Stück im Garten, verteilt den Dünger, weil so Melonen werden ja groß, das hat man ja, habe ich ja mittlerweile in Erfahrung gebracht. 60, 70 Quadratmeter, extra reserviert. Dünger drauf, markiert, damit ich auch die richtige Stelle wiederfinde. 4 Plätze, also wenn das nicht ausreichen sollte für die Melonen, dann will sie nicht da. Das erste, eine Zuckermelone. Vom Markenhersteller. Dann haben wir eine Billigwassermelone für 99 Cent. Eine kanarische Honigmelone. Und noch eine französische Honigmelone. Also wenn schon, dann mache ich das richtig. 4 Melonen im Freiland. Probieren wir das einfach mal aus. So, das machen wir alles korrekt. Erstmal die Töpfchen, die schon wieder völlig ausgetrocknet waren, schön durchwässern. Weil ich wollte mich da nicht einfach nur mit einer simplen Wassermelonen-Challenge abgeben. Wenn schon, dann denn schon. Machen wir das mal komplett und richtig. So, die sind alle schön nass, durchgezogen und raus in den Garten. Das fängt ja alles so früh an. Weiß nicht, erste oder zweite Aprilwoche war das. Ne, Maiwoche. Mai. So, der Garten sah noch leer aus. Man konnte noch tun und lassen, was man wollte. Dann ist die Wassermelone. Die kriegt einen ordentlichen Schuss Wasser, wie alle anderen auch. Ja los, schütt schon drauf. Die ist durstig. Und das machen wir jetzt mit den anderen auch. Damit hatte jede bestimmt 20 Quadratmeter Platz. Also ich war da noch guter Dinge. Da konnte eigentlich nichts schief laufen. Zack. Nicht vergessen, was das ist. So sah das aus, hier vorne. Die 4 Flecken sind 4 verschiedene Wassermelonen. Ja, da frage ich mich noch, 4 verschiedene Melonen. Und jetzt frage ich mich noch, klappt das oder klappt das nicht?
Und wenn Sie genau hingucken, ganz hinten rechts irgendwo, da war schon ein anderes Pflänzchen. Da habe ich nämlich noch Platz für zwei weitere gehabt. So, die Wassermelone ist als erstes nieder. Die ist gar nicht erst gewachsen. Die ist rückwärts gewachsen. Das war's. Die anderen drei, die sind wenigstens noch gewachsen. Aber nicht so, wie das sein sollte. Die hier vom Fachmann war die beste von allen. Also vom Wachstum her. Und da die Wassermelone eingegangen ist, habe ich im Gewächshaus irgendein Gewächs ausgebuddelt, was da wild sich ausgesamt hat, in der Hoffnung, das ist eine Melone. Es war allerdings keine Melone, es war eine Gurke. Man beachte, was für ein Fachmann ich bin. Ich kann eine Jungpflanzengurke nicht von einer Melone unterscheiden. Und weil er so unheimlich trocken war, habe ich mir überlegt, dann mach das doch mal mit so einer Folie. Dann bleibt es wenigstens schön feucht darunter. Weil mir schien, die anderen, sie sind einfach an Trockenheit verstorben. Und jedes Mal, wenn ich gegossen habe, da war da nachher so eine harte Schicht drauf. Nee, das war nichts. So. Was sagst du dazu? Top, genau. Und weil das immer noch so trocken war, habe ich gedacht, jetzt probierst du mal was ganz Neues. Jetzt nimmst du eine Mulchsaat, Klee, und hab den dann da schön zwischen den Pflanzen verteilt. Hinten rechts war zum Beispiel wieder der Kürbis und noch eine andere Gurke. Also das sind sechs Pflanzen auf diesem ganzen Stück. Schön den Klee verteilt, der hält den Boden schattig, der trocknet nicht aus. So war das Kalkül. Ich habe ja nun keine Lust, da jeden Tag morgens und abends hinzulaufen und Wasser zu geben. Das macht ja nur kein Mensch. Man beachte das Qualitätswerkzeug. Jetzt haken wir das ganze Kleegedönse nochmal schön ein. Auch dass er den Boden schön bedeckt. Übrigens, die Hirsepflanzen gibt es auch im Film darüber, auf der rechten Seite. Das war ein ziemlich trockenes Jahr, also zumindest so über große Zeiten. Ja, da. Und schon fängt das an mit dem Unkraut. Melden und alles mögliche andere. Ich habe mich bemüht, das alles da rauszusammeln. Aber der Klee ist noch klein. Warten Sie mal ab, kommt noch. Da hätte ich eigentlich schon erkennen müssen, dass das Gurke ist anstatt Melone. Und das wächst auch. Gar keine Frage. Das müsste der Kürbis sein. Da habe ich nämlich ein Pflänzchen von bekommen. Nachdem ich das jahrelang versucht habe, selbst so einen Muskatkürbis ranzuziehen, was nie funktioniert hat, habe ich in diesem Jahr irgendwo einen gesehen im Laden, habe mir den mitgenommen und habe gedacht, ah, pflanz den mal dahin, hier vorne, links. Rechts eine Gurke und dahinter die vier, die Wassermelonen und die Melonen. Aber so richtig wachsen tun die nicht. Man sieht, da hinten der Kürbis. Der wächst und wächst und wächst. Und dann hat es mal geregnet. Der Klee schießt in die Höhe. Natürlich auch das Unkraut. Hier Melde. Dann hält man sich dran. Und gibt natürlich noch ein bisschen Stickstoff, habe ich mir gedacht. So. In meiner laienhaften Vorstellung. Aber irgendwann waren die Melonen gar nicht mehr darunter zu finden. Da, so sah das dann wieder ein paar Wochen später aus. Ein einziger Graus. Übrigens, in der Mitte steht eine einzige Jakonpflanze, das große Ding. Und die Melonen haben es nicht gemacht.
Irgendwann habe ich mal eine gesehen. Ich glaube, ich habe auch eine Aufnahme davon. Aber die ist dann irgendwann spurlos verschwunden. Keine Ahnung, wo sie hin ist. Also von den vier Pflanzen habe ich letztendlich nicht eine einzige Melone geerntet. Aber das war ja der Versuch, Melonen im Freiland, ohne sich drum zu kümmern. Aber das ist auch nicht weiter tragisch, wenn da irgendwelches Unkraut wächst. Das kann man nämlich immer prima benutzen als Tierfutter. Ja, wer soll da noch eine Melone finden? Uselig kalt. Ja, schlag du mal ein bisschen Melde ab da. Die Tiere haben Hunger. Und dann fängt es auch noch an zu regnen. Da bleibt einem auch echt nichts erspart. Man, wenn ich dazu sehe, was daraus geworden ist, in einem Jahr, wie das Zeug hier alles wächst, da warten sie schon. Zack. Und draufstürzen. Und die Palm Chicken Traktor, gibt es noch einen eigenen Film drüber. Die kriegen auch ein paar. So hat jeder was davon. Und der Klee wächst und wächst. Und haben Sie da noch irgendwo eine Melone gesehen? Aber Gurken. Ich habe reichlich Gurken geerntet von den zwei Pflanzen. Und da ist eine Melone. Eine der wenigen, die ich je gesehen habe. Aber sie sind dann irgendwann, wie gesagt, sang- und klanglos verschwunden, verfault, aufgefressen worden, was weiß ich. Und irgendwann fing der Kürbis dann an zu wachsen. Also für den hätte dann allein dieses Beet hätte ausgereicht für den Kürbis. Unglaublich, was das für eine Pflanze ist. Der ist rechts, links aus dem Garten raus, den Zaun hoch, die Bäume hoch. Durch die Hirse durch. Auf der anderen Seite noch 10 Meter weiter. Unglaublich. Ja, such du mal, da ist nichts. Außer Gurken und Kürbis. Du wirst keine Melone finden. Nee, da ist keine. So, und dann kam irgendwann der erste Frost, in diesem Jahr schon ziemlich früh. Die Kürbisblätter hat es direkt zu Anfang schon niedergemacht. Auch von der Jakonpflanze sind einige abgefroren. Da tut sich nicht mehr viel. Und da liegen sechs. Sechs Stück. Sechs dicke Melonen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 46 Kilo der große. Und natürlich noch jede Menge kleiner Kürbisse. Also bestimmt noch 20 in verschiedenen Größen. Von so klein bis fußballgroß. Die aber nicht reif geworden sind. So, und jetzt pack du mal die Kürbisse auf den Wagen und fahr nach Hause. So, die größte Melone habe ich mir jetzt übrig gelassen. Kriege ich die da drauf? Ziemlich dickes Ding hier. Na, mal sehen. Und ziemlich schwer, das kann ich Ihnen sagen. Tolle Melonen, was? So kann es eben passieren. Man pflanzt Melone, vier verschiedene Sorten und man erntet Muscat de Provence auf diesem Stück. Tja, mit den Melonen war nichts.
war ja auch nur so ein Versuch. Melonen im Freiland, ohne sich groß drum zu kümmern. Aber so einfach geht das nicht. Die gehören nun mal nicht hier ins Rheinland. Ende der Vorstellung. Aber da das funktioniert, das habe ich ja schon bewiesen am Abspann hinten. Da habe ich nochmal einen Film oben links verlinkt. Da steht, da sehen Sie, wie man eine Wassermelone wirklich anbauen kann. Im Gewächshaus, solche Dinger. Schöne, feine Sachen. Yo, 6 Muscat de Provence Kürbisse. Die muss ich jetzt irgendwie verwerten. Das sind doch mit Sicherheit 70 Kilo hier. Mehr. 70 Kilo Kürbis. Unglaublich. Aber das kann ja auch gerade das Interessante an der ganzen Gärtnerei sein. Das sind diese unverhofften Dinge, die so passieren. Die Überraschung ist ja nicht so, dass das verloren war. Wenn das 70 Kilo sind, habe ich auf einen Quadratmeter ein Kilo, dann ist immer noch eine gute Ernte. Also die Überraschungen im Gärtnerleben, die gehören dazu. Das war ein nicht ganz so ernst gemeinter Film, wie man Melonen richtig anbaut. Tun Sie mal meinen Kanal abonnieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Empfehlen Sie mich weiter, Like-Button drücken, lachen, von mir aus auch über mich. Im nächsten Jahr versuche ich das dann vielleicht nochmal neu. Aber das hat sich echt bewährt hier. Also von allen Kürbissen, die ich in diesem Jahr hier hatte, das waren die bei weitem ertragreichsten. Und wenn die jetzt auch noch so wirklich gut schmecken, dann denke ich, ich werde die ins Programm aufnehmen. Man muss nur enorm viel Platz haben. Also die haben sich ja ausgebreitet hier bis zum geht nicht mehr. Kaum zu glauben, was das für ein Riesengewächs ist, wie das erstmal losgelegt hat. Aber nun gut, anderes Thema. Abonnieren, weiterempfehlen, Like-Button drücken. Bis demnächst. Tschüss. Also wenn die mal nicht reif ist, dann weh sie es nicht. Mann, ist das Ding schwer. So, ich bin ja so ein Statistiker. Legen wir das Ding mal auf die Waage. Was schätzen Sie? 11,8 Kilo. 11,8 Kilo Wassermelone aus dem eigenen Garten. Ich muss nicht nach Mallorca fliegen.